Ich habe mich hier eben gerade gefühlt wie Florian Silbereisen, der irgendwie anfängt, die Schlagerparade zu moderieren. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, jedenfalls herzlich willkommen zu einem neuen Video der Blechgefährten. Heute geht es um das Getriebe. Heute geht es um eine Getriebeauslegung und zwar am Beispiel des PX Conversion Motors. Die Katze ist aus dem Sack, ihr habt es gesehen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, beim ZIP auf dem ZIP-Kanal, das blende ich hier oben nochmal ein. Die PX Conversion bekommt einen Quattrini-Motor. Und wie der Motor aufgebaut wird, seht ihr natürlich in den nächsten folgenden Videos bald. Und heute geht es jedenfalls darum, das Getriebe auszulegen. Denn ich habe mir die Frage gestellt, wie schnell fährt denn die Conversion nachher überhaupt theoretisch? Und wie viel Leistung ist denn nötig, um überhaupt so schnell zu fahren? Und wenn ihr euch die Frage auch gestellt habt und so ein bisschen Nerdwissen von mir abgreifen wollt, dann bleibt dran. Ihr werdet mich heute wahrscheinlich weniger sehen. Dafür geht es mehr um die Teile und um die Formeln und Zeichnungen, die wir sehen werden. Ich versuche das relativ einfach zu erklären. Viel Spaß jedenfalls und am Ende werden wir wissen, wie viel PS nötig sind, um das Ding auf 120, 130, 140, whatever zu bringen. Wir werden es sehen. Ja, wir haben sehr, sehr lange über Hauptwellen, Abtriebswellen, Nebenwellen und so weiter in dem Video diskutiert. Am Ende, ich fange mal hier mit der Hauptwelle an. Wir gehen da noch im Detail in die einzelnen Komponenten rein. Das ist eine Lusso-Abtriebswelle bzw. Hauptwelle. Eine originale Lusso-Welle erkennt man daran, dass ich einfach hier beidseitig in dem Bereich zwei Sicherungsringe habe. Hier kommen dann noch die Scheiben hin zum Ausdistanzieren und meine Gangräder kommen hier drauf. Die reicht vollkommen aus, habe ich mir am Ende gedacht, für die Leistung, die erzielt werden soll. Wir wollen hier kein 40, 50 PS Monster aufbauen. Nein, da sollen am Ende schön fahrbare 25 PS. 25 PS, ich glaube, da wäre ich vollkommen zufrieden mit, sollen das werden. Und da reicht die Welle auf jeden Fall aus. So, was haben wir noch? Wir haben eine ZIP Ultra Strong Kupplung. Und das Coole an dieser Kupplung ist, dass ich hier diese Verzahnung drin habe. Seht ihr das? Das ist im Prinzip das Pendant oder das Gegenstück zu der Kurbelwelle, die ich euch schon bei Instagram gezeigt habe, beziehungsweise ich werde sie auch nochmal bei YouTube zeigen. Nicht in diesem Video, aber in einem anderen. Das ist keine Kupplung, die jetzt mit einem Keil gegen Verdrehung gesichert wird. Nein, hier ist eine Verzahnung drin. Das Gegenstück sitzt natürlich dann auf der Kurbelwelle. Und das Gute daran ist einfach, dass ich natürlich höhere Leistungen übertragen kann. Und was ich einfach auch von Vorteil finde, ist der Komfort, den ich habe, wenn ich die Kupplung mal wechseln muss oder rausnehmen muss, dass ich dann nicht aufpassen muss, dass mein Keil runterfällt oder dass irgendwas klemmt und ich dahinter haken muss. Finde ich eine super tolle Sache. Hier sind CR80, 100 CR80 Belege drin. Das ist ein CNC gefräster Korb mit großem Sicherungsring. Also das Ding kann richtig was ab. Das ist hier die COSA-Variante. Kommen wir aber gleich zu, was das denn hier noch für ein einzelnes Ritzel ist und warum ich hier die Kupplung gekauft habe, hier aber noch so ein Ritzel habe. Klären wir gleich. Ja, die nächsten Komponenten, die mit ins Getriebe kommen, sind eine DRT-Nebenwelle und ein DRT-Primärrad. Dieses Primärzahnrad sitzt hier, habt ihr wahrscheinlich im letzten Umrüstvideo auf 125 Kubik gesehen, sitzt hier auf diesem Tannenbaum. Welche Übersetzungen wie kombiniert werden, sprechen wir gleich drüber. Aber DRT Primärantrieb, DRT Nebenwelle. Das gleiche hier für die Gangräder, vier Gangräder, alle komplett ausgetauscht und auch von DRT besorgt. Ich habe lange überlegt, wie ich das mache. Ich meine, ich hatte ja eine PX Altwelle drin, wie ihr gesehen habt in dem Video. Und habe mir gedacht, ey, du musst die Welle sowieso austauschen. Und warum willst du dann da die alten Gangräder drin lassen? Das geht nicht. Und da habe ich mich dann dafür entschieden, da kommen neue Gangräder rein. Das ist aus einem sehr hochwertigen Material gefertigt. Die machen einen super soliden Eindruck. Und das passt dann einfach auch zu dem Rest. Das ist alles DRT, DRT. Selbst das hier ist DRT mit einer ZIP-Kupplung. Die DRT-Primärdämpfung hat hier auch so zwei. Erstmal gelb, macht natürlich richtig was her, sieht nachher kein Mensch, weil es sowieso innerhalb dieser Blechlaschen liegt, hat hier zwei ineinander liegende Federn. Also pro Aussparung kommen hier immer zwei Federn rein, die ineinander liegen. Und ich bin gespannt, wie sie das nachher fährt, ob sich das irgendwie anders fährt als jetzt mit dem Original-Primär-Reparatur-Kit für, weiß nicht, 15 Euro, was es gibt. Da freue ich mich wirklich drauf. Das mal im Groben, das sind die Komponenten, die jetzt Einzug halten in das Getriebe und wir gucken uns jetzt mal an, wie welche Übersetzung zustande gekommen ist und wie ich meine Geschwindigkeit ausrechne und nachher natürlich meine Leistung. Ja, das erste Bauteil, was wir uns jetzt angucken, ist die schöne Kupplung. Die schöne Kupplung zusammen mit dem Primärantrieb. Wir gehen jetzt mal von der Kurbelwelle aus
und überlegen uns, welches Zahnrad zuerst in das Getriebe geht. Die Kupplung sitzt ja, wie wir alle wissen, auf der Kurbelwelle. Und das erste Zahnrad, was sozusagen in unser Getriebe geht, ist dieses Kupplungsritzel hier. Und dieses Kupplungsritzel hat original 23 Zähne. Die Original-Kupplungsübersetzung oder Untersetzung, kommen wir gleich zu, hat 23 Zähne hier und auf dem Primärrad 65 Zähne. Und ich male uns das jetzt mal auf. Ich lege das hier hin, zur Seite. Und wir schreiben uns jetzt einfach mal auf, I primär. Wenn das da unten steht, ist das sozusagen unsere Kennzeichnung dafür, für welche Übersetzung wir jetzt gerade das aufschreiben. Und die ist gleich, 23 Zähne haben wir ja bei unserer Kupplung, zu 65 Zähnen hier auf dem Primärzahnrad. Und wenn wir jetzt die 65 durch 23 teilen, kommen wir auf einen Wert von 2,83. Wir können uns jetzt schon mal merken, wenn wir hier bei dem Wert größer sind als 1, dann ist das eine Untersetzung. Das heißt, ich habe nachher hier auf meiner Nebenwelle habe ich eine geringere Drehzahl, aber ein höheres Moment, als ich auf der Kurbelwelle habe. Das ist ja das kleine Zahnrad, das hier ist das große Zahnrad und ich habe dann einfach eine Untersetzung. 2,83. So, wenn wir jetzt nachher, das schreibe ich hier schon mal mit auf, diesen Wert hier ändern, also auf ein 24er Ritzel beispielsweise gehen, und das mit einem 65er Primärzahnrad kombinieren, kommen wir auf einen Wert von 2,71. Das heißt, unsere Untersetzung oder unsere Übersetzung wird nachher länger. Wir haben hier dann eine höhere Drehzahl, die wir hier erreichen, aber ein geringeres Moment. Das heißt, wir gehen, wenn wir das austauschen werden, das kann ich schon mal vorwegnehmen, gehen wir einfach komplett mit einer kompletten Verlängerung der ganzen Übersetzung in das Getriebe rein. Das heißt, jeder der folgenden Gangräder, jeder Gang wird sich sozusagen verlängern, nur weil wir hier vorne das Kupplungsritzel der Kupplung ändern. Gut, jetzt müssen wir unsere Untersetzung der einzelnen Gänge ausrechnen. Und das machen wir, indem wir jetzt hier hinschreiben immer I1. I1 ist bei der Original Vespa PX200 ist das 12 zu 57. Da kommen wir auf einen Wert von 4,75. So, für I2, I3 und I4 mache ich das eben auch nochmal. Da kommen wir auf Werte von 3,23, 2,24 und 1,67. Ihr seht, wir nähern uns, je mehr wir hier in die Nähe des vierten Gangs kommen, nähern wir uns dieser 1 oder der Übersetzung nachher. Ne? Es gibt auch Gänge, die dann sozusagen hier 0,7 stehen haben und dann ist es keine Untersetzung mehr, sondern eine Übersetzung, dass ich dann hier einfach eine höhere Drehzahl sogar auf meiner Ausgangswelle habe. Ja, jetzt folgendes, nehme ich auch vorweg, ich habe einen kurzen vierten Gang besorgt und dieser kurze vierte Gang heißt, dass ich dieses vierte Gangzahnrad größer gemacht habe und zwar auf 36 Zähne, machen hier mal wieder eine Klammer drum, 36 Zähne und dann kommen wir hier auf einen Wert, der bei 1,72 liegt. Das heißt, wir werden hier jetzt vom Wert wieder größer, unsere Drehzahl verringert sich, aber unser Moment wird höher. Gut, das sind die einzelnen Untersetzungen der Gänge. Warum ich das Ganze gemacht habe, werden wir jetzt im Folgenden sehen. Genau, das Ziel ist es ja jetzt, für die einzelnen Gänge die Geschwindigkeiten aufzuschreiben. Wir wollen jetzt herausfinden, das machen wir jetzt mal in Form so einer Tabelle, die müsst ihr euch dann aufzeichnen, für die einzelnen Gänge. So, hier schreiben wir rein Gang 1, Gang 2, Gang 3 und Gang 4. Das sind hier die Gänge. Wir wollen dann hier unsere Übersetzung oder Untersetzung des einzelnen Gangs haben. Und unser Ziel ist es, hier die verschiedenen Geschwindigkeiten rauszukriegen. So, die einzelnen Untersetzungen hatten wir ja schon rausgefunden. Das brauchen wir gleich zum Zeichnen. Das legen wir uns jetzt eben mal zur Seite und dann zeige ich euch, mit welcher Formel wir die Geschwindigkeit berechnen können. Im Prinzip ist das eine Formel, die ich jetzt nicht herleiten möchte, die merkt ihr euch einfach, beziehungsweise schreibt sie euch auf. Das ist V ist immer die Geschwindigkeit, ne? Für Velocity aus dem Englischen. N ist die Drehzahl. Wir sprechen hier aber von der Raddrehzahl, also am Vespa-Rad hinten. Geteilt durch 60 mal 2 mal Pi mal R, das ist der Radius des Hinterrades sozusagen, mal 3,6. 3,6 brauchen wir einfach, weil das Ganze nachher in K
km/h ist. Wir wollen das ja schön vergleichbar in Kilometer pro Stunde haben. Jetzt fragen wir uns N-Rad, die Raddrehzahl. Wie hängt die denn mit unserem Motor zusammen, mit unserem Motordrehzahl? Wir kennen ja meistens immer nur die Motordrehzahl. Meistens ist es irgendwie ja, ein Drehzahlmesser oder auf dem Prüfstand oder was auch immer. Das ist einfach unsere Motordrehzahl geteilt durch unsere Gesamtübersetzung, I-Gesamt. Und unser I-Gesamt ja, ist jetzt einfach die Kombination aus diesen ganzen Über- und Untersetzungen, die ich hier habe. Ne? Primärantrieb, ich habe meine Gangzahnräder und das alles wird jetzt multipliziert und führt nachher zu einer kompletten Untersetzung im Getriebe. Das heißt, ich habe hier noch I-Gang des jeweiligen Gangs multipliziert mit I-Primär. So, I-Primär ist immer fix und I-Gang, je nachdem in welchem Gang ich mich befinde, kann sich ändern. Das heißt, meine Formel ändert sich jetzt zu V ist gleich unsere Motordrehzahl, nicht mehr die Raddrehzahl, durch I-Gang mal I-Primär mal 60, mal 2, mal Pi, mal Radius, mal 3,6. Und das ist das, was wir jetzt brauchen, um weiter vorzugehen. Wenn wir jetzt einsetzen, dass der Radius, ich bin eben gerade mal runtergegangen und habe gemessen, der Radius liegt bei 21,5 cm. Also in Meter geben wir das immer an. Das ist wichtig, dass ihr das immer alles in Metern angibt. Wenn ich mir irgendwo eine Einheit vergesse oder was auch immer, dann nehmt mir das nicht übel. Ich habe das im Studium schon gerne gemacht. Gibt immer einen Punktabzug. Ich hoffe, hier im Video gibt es keinen Punktabzug. Wir gucken jetzt mal. Wenn wir das einsetzen, V für den ersten Gang ja, ist Drehzahl. Ich nehme jetzt mal fix eine Drehzahl an von 7000 Umdrehungen, ne? Mal ganz optimistisch gesprochen. Dann haben wir hier eine Gangübersetzung für den ersten Gang von 4,75 ausgerechnet. Unsere Primärübersetzung, wir erinnern uns, sind 2,83 mal 60 mal 2 mal Pi mal 0,215. So, oh, mal 3,6, gut aufgepasst. Sind insgesamt ohne Einheiten, ohne alles 42,2 km/h. Das heißt, ich kann theoretisch, das ist schon mal ein cooles Ergebnis, in meinem ersten Gang 42 km/h fahren. Das mache ich wahrscheinlich nicht lange und mache ich auch nicht häufig, aber theoretisch fahre ich 42 km/h. So, jetzt können wir uns das in unsere wunderschöne Tabelle, können wir uns das hier eintragen, 42,2 km/h. Jetzt mache ich das in dem Video nicht alles hier hintereinander weg und langweile euch, sondern trage jetzt hier einfach mal die Werte ein. Wow, 120 km/h kommt hier hinten raus. Nicht schlecht. Und mit meinem kurzen vierten Gang, wenn ich das alles einsetze, komme ich auf 116,8 km/h. In Klammern. Also ich bin mit dem kurzen Gang um ca. 3-4 km/h theoretisch langsamer, als wenn ich da den originalen vierten Gang einsetze. Aber was der Vorteil von dem vierten, kurzen vierten Gang ist, das sehen wir jetzt gleich, wenn wir uns das Ganze in eine richtig cool gezeichnete Form bringen. Ihr habt es wahrscheinlich im Thumbnail gesehen, da war, ist es vielleicht mit drauf. Nennt sich Sägezahndiagramm. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie das Ganze noch visuell veranschaulichbar ist, wie man nochmal so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür kriegt, wie sich welche Gangübersetzung auswirkt und wie das nachher alles im Gesamtverbund aussieht. Ich habe mir dafür hier wunderschönes Millimeterpapier ausgedruckt. Der Link zum Ausdrucken des Papiers ist in der Videobeschreibung, könnt ihr mal gucken. Ist wirklich hilfreich. Wir tragen jetzt hier unten auf der X-Achse tragen wir unsere Drehzahl auf. Ne? Ich kann das hier schon mal hinschreiben, N. Und ich wähle hier einen Abstand von 3 cm. Müsst ihr gucken, wie das bei euch dann passt, wo ich immer 1000 Umdrehungen aufschreibe. Ne? 1000, 2000, 7000 Umdrehungen ankomme. Ne? Ihr nehmt natürlich nicht so wie ich so einen fetten Edding, sondern macht das alles viel, viel feiner. Und hier oben auf der Y-Achse kommt meine Geschwindigkeit hin. Und da wähle ich einen Abstand von, tja, was machen wir, 15 mm, wo ich dann hier immer meine Schritte von 10 km/h auftrage. Und dann bin ich nachher irgendwann hier oben 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 120 km/h. Aber da haben wir schon gesehen, da ist ungefähr unser Maximum, wo wir hinkommen. Und jetzt fangen wir einfach mal an, was wir uns eben in unserer tollen Tabelle ausgerechnet haben. Der erste Gang geht bei 7000, wir erinnern uns, das haben wir festgehalten, geht bis 42 km/h. 10, 20, 30, 40.
und machen hier bei 42 km/h unser erstes Kreuz hin. Jetzt können wir die anderen auch schon mal eintragen bei 7000 Umdrehungen. 7000, zweite Gang geht bis 62. Der vierte geht bis 120 da oben. Genau, was wir jetzt machen müssen, wir verbinden den Ursprung, also den Punkt hier unten links, mit dem ersten Punkt. Ja? Also im Prinzip haben wir ja schon die Frage beantwortet, wie schnell meine Vespa fährt. Ich will euch jetzt aber nochmal zeigen, was es mit den verschiedenen Gängen, Gangspreizung und dem vierten kurzen Gang auf sich hat. Jetzt zeichnen wir den ersten Gang hier ein, verbinden den zweiten auch mit dem Ursprung, machen jetzt aber keine durchgezogene Linie, sondern machen uns hier Striche hin. Erstmal nur so bis da oben und machen jetzt eine horizontale Linie vom ersten Gang bis zur gestrichelten Linie. Und jetzt sehen wir, diese Linie hier ist im Prinzip jetzt das, was ich an Drehzahl verliere, wenn ich schalte. Ich gebe jetzt Gas bis 7000, schalte, falle runter von der Drehzahl, komme dann hier wieder auf diese Linie, ich mache das jetzt mal ohne Lineal, gehe wieder hoch bis auf 62 km/h, schalte wieder, jetzt mache ich hier mal, ich mache das jetzt wirklich mal quick and dirty, ne? Gehe hier wieder mit meiner gestrichelten Linie lang, falle wieder runter bis zum gestrichelten, gehe wieder hoch bis auf diesen Punkt und das geht jetzt wieder so weiter, bis ich dann hier oben auf maximaler Geschwindigkeit bin. Ich muss jetzt hier wieder verbinden, gestrichelt, falle hier wieder runter, steige wieder und bin dann hier bei meiner Geschwindigkeit von 120 km/h. So, jetzt kommt der kurze vierte Gang. Kurze vierte Gang, sagen wir mal hier bei 116 oder irgendwas hatten wir ausgerechnet. Ne? Jetzt würde ich ja diesen kurzen vierten Gang hier auch verbinden, auch gestrichelt. So, und jetzt seht ihr, ich falle mit meiner Drehzahl einfach nicht so weit ab. Ich falle mit meiner Drehzahl nur hier hin und habe dann, wahrscheinlich lande ich dann vielleicht sogar in einem besseren Drehzahloptimum, wo ich einfach mehr Leistung, mehr Drehmoment, was auch immer habe und kann dann einfach besser anschließen an diesen vierten Gang und kann wieder hochziehen auf volle Maximalgeschwindigkeit. Und das ist einfach der Clou an der Sache, warum ein kurzer vierter Gang verwendet wird. Wenn ich nämlich nicht genug Leistung in diesem Punkt habe, gerade bei wenig getunten Vespas oder Serien-Vespas ist das ja so, ich schalte in dritten, will irgendwie was überholen, schalte in vierten, boom, Drehzahleinbruch und ich hänge da und komme nicht vom Fleck. Deswegen kurzer vierter Gang, für den habe ich mich entschieden, den kurzen vierten Gang und den Rest an Gangrädern habe ich so original belassen. Was wir geändert haben, ist die Gesamtübersetzung, das heißt, wir sind mit dem ganzen Teil schon mal mehr, schon mal höher gekommen von der Geschwindigkeit. Und das habe ich mir einfach erlaubt, weil nachher der Quattrini einfach ein Drehmoment starker Motor ist und der das hundertprozentig schafft, hier diesen einen Zahn, diese komplette Veränderung der Getriebeübersetzung zu packen und uns hier hoffentlich auf 120 km/h zu beschleunigen. Werden wir jetzt gucken. Wir rechnen jetzt mal aus, wie viel Leistung P denn dafür, für diesen Punkt hier, zur Verfügung stehen muss, dass uns das Ding hier auf 120 km/h beschleunigt. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht extrem mit Formeln schon so gelangweilt, dass ihr gar keinen Bock mehr habt. Aber ich finde es ultra spannend, jetzt zu gucken, wie viel Leistung wir noch brauchen, um auf diesen Wert zu kommen. Die Formel, die wir brauchen, ist P, unsere Leistung, für Power, die Kraft für Force und die das V für Velocity. Also wieder unsere Geschwindigkeit mal Kraft ist unsere Leistung. Und diese Kraft, von der wir hier sprechen, ist unsere Zugkraft, die wir hier hinten am Rad haben, ne? Also unsere Kraft, die hier hinten am Rad anliegt, ne? Mit der die Vespa gezogen wird. Und diese Zugkraft, F-Zug nenne ich sie mal, die setzt sich aus verschiedenen Sachen zusammen. Denn wie wir wissen, wenn wir auf unserer Vespa sitzen, haben wir einen gewissen Luftwiderstand. Und der ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Das Ding steht voll im Wind mit seinem Beinschild und wir sagen, das ist unser F-Luft, ne? Das ist ein Widerstand, den wir erfahren, wenn wir auf dieser Vespa sitzen. Welche Widerstände gibt es noch? Denken wir mal daran, wenn wir mit platten Reifen durch die Gegend fahren, dann fahren wir auch langsamer. Ne? Dann ist die Reibung auch höher. Das ist F-Reib, nennen wir sie mal. Also wir haben eine Reibkraft, die wirkt, die uns entgegenwirkt, die wir überwinden müssen. Und wir haben auch eine Steigung. Ne? Ihr habt das bei meinen 0 auf 60 Messungen gesehen. Das ist ein Unterschied, ob ich bergauf fahre oder bergab fahre. Das kommt auch noch dazu. Und als vierten Kandidaten haben wir hier noch die F-Beschleunigung.
Also wenn ich im Stand bin und losfahre, brauche ich natürlich mehr Kraft, als wenn ich jetzt schon voll beschleunigt bin, einfach nur dahin rolle und die Geschwindigkeit konstant halten möchte. Das sind unsere vier Kräfte. Ich kann euch sagen, der Steigungswiderstand fällt in unserer Betrachtung weg. Wir gehen davon aus, dass wir eben fahren, dass wir komplett gerade fahren und die Beschleunigung fällt auch weg. Denn wir haben uns festgelegt, wir wollen Vmax bestimmen. Und Vmax sind 120 km/h und wenn wir 120 km/h erreicht haben, dann fahren wir die auch. Dann beschleunigen wir nicht mehr, dann fahren wir die und das Ding geht dann zu Null. Wir berechnen jetzt jedenfalls erstmal F-Luft. Und F-Luft, jetzt dürft ihr euch wirklich nicht erschrecken, was jetzt kommt, ne? Den CW-Wert. Der CW-Wert ist euch wahrscheinlich auch schon mal über den Weg gelaufen. Hängt davon ab, welche Kontur meine Vespa oder meine Form hat. Natürlich hat so ein, keine Ahnung, so ein Fisch, der hat einen besseren CW-Wert, wenn hier Luft drumherum strömt, als unsere Vespa. Ne? Wenn hier Wind gegenströmt, das Ding klatscht einfach dagegen. Das heißt, unser CW-Wert von der Vespa, der liegt irgendwo, mal geschätzt, bei 0,7. Dann kommt unsere Fläche. Und die Fläche ist die Fläche, die die Vespa von vorne hat. Wenn ich mal von vorne gucke, dann sieht so eine Vespa ja irgendwie so aus. Wir könnten jetzt hier, der Fahrer fehlt noch, der sitzt ja auch noch drauf, wir könnten jetzt irgendwie alle Flächen berechnen und kommen dann hier auf, keine Ahnung, 0,54 Quadratmeter. Ja, so einen halben Quadratmeter hat diese Vespa, wenn ich da drauf sitze. Das ist gar nicht so unrealistisch. Wir nehmen mal an, 0,54 Quadratmeter ist diese Fläche. Dann kommt da noch so ein Rho dazu, der Luftwiderstandsbeiwert. Muss euch jetzt nicht sagen, ist auch eine Zahl, die wir einfach einsetzen, die ich euch gleich sagen werde. Und die Geschwindigkeit. Ja, und meine Geschwindigkeit, die geht hier sogar zum Quadrat ein. Ne? Das ist der Grund, warum diese Widerstandskraft bei hoher Geschwindigkeit einfach so krass mit eingeht. So, das ist unsere Formel, die wir nachher brauchen. Das legen wir uns jetzt mal eben zur Seite. Und welche wir noch brauchen, das hatte ich euch ja eben gesagt, ist F-Reib. So. Und F-Reib ist einfach μ, das ist die Haftreibungszahl, mal m, die Masse, mal g. Und hier sehen wir, dass wenn sich die Masse, also zum Beispiel der Fahrer, ein korpulenter Fahrer, der wiegt mal eben mehr als so ein schmaler Hecht mit 72 Kilo wie ich, das geht dann einfach größer in unsere Reibkraft mit ein. So, und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, können wir die F-Reib berechnen. Der Wert, der hier für μ angenommen wird, bei normaler Fahrbahn und normalen Reifen sind 0,02. Wir gehen mal von 70 Kilo aus. 120 Kilo wiegt die Vespa, haben wir 190 mal 9,81. Das ist die Erdbeschleunigung. Und am Ende kommen wir hier auf einen Wert von 37 Newton. Genau, das ist die Reibkraft, 37 Newton. Jetzt wollten wir uns noch unsere F-Luft berechnen. Und F-Luft ist unser CW-Wert 0,7 mal unsere Fläche 0,54 mal, das ist jetzt der Luftwiderstandsbeiwert, was ich euch vorhin gesagt habe, ist 1,226 mal unsere Geschwindigkeit. Ne? Wir denken an 120 km/h und 120 km/h sind 33,3 Meter pro Sekunde. Wir müssen das immer umrechnen, ne? Immer geteilt durch 3,6 kann ich euch sagen, mal 33,3 natürlich noch zum Quadrat und das sind mal eben 513,9 Newton. Das heißt, unsere gesamte Kraft F-Zug sind 33,3 plus 513,9. Ja, und das ergibt 547 Newton. So, und jetzt müssen wir zurückspringen. Jetzt kommen wir gleich zum Ende unserer Berechnung. P ist gleich F mal V und da setzen wir jetzt 547 Newton ein, mal 33,3 Meter pro Sekunde sind 18.221 Watt. Watt ist die Einheit der Leistung. Ne? Und jetzt sehen wir, 18.000 Watt sind ungefähr 18 kW, Kilowatt. Ja, damit ist es aber nicht getan, denn diese Leistung, die wir hier berechnen wollen, ist ja unsere Motorleistung, die wir haben wollen. Unsere Motorleistung muss ja noch durchs Getriebe, muss durch die Kupplung und. Und da sind alles, da sind überall Verluste drin. Und man geht, sage ich mal so, von 80% Wirkungsgrad aus. Das heißt, wir müssen diese 18 kW müssen wir nochmal 1,25 nehmen, um nachher auf unsere Motorleistung zu kommen. Und wenn wir das machen, sind wir bei einem Wert von ca.
22,7 kW. 22,7 kW sind mal 1,36 30,97 PS. Wow! 30,97 PS müssen wir erreichen, um 120 km/h zu fahren. Das sind jetzt natürlich wilde Annahmen, die ich da getroffen habe mit 70 Kilo Fahrer. Da gibt es durchaus andere Werte, die man einsetzen kann oder auch die Querschnittsfläche von einem halben Quadratmeter. Das sind alles Näherungen, also legt das nicht auf die Goldwaage, was da am Ende rausgekommen ist, diese 30 PS. Theoretisch, ne? Praktisch, weiß ich nicht, ob wir irgendwo bei 25 PS landen, ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Ich werde es euch auf jeden Fall zeigen und freue mich jetzt darauf, den Motor weiter zu bearbeiten. Den Zylinder habe ich schon mal drauf gesteckt und das wird sehr, sehr spannend. Da gibt es auch wieder die ein oder anderen Problemchen, die auftauchen werden und ich werde euch davon auf jeden Fall berichten. Mir hat Spaß gemacht, meine Über- oder Untersetzung hier durchzurechnen. Probiert es einfach mal aus an eurem Beispiel, an eurer Vespa und lasst es uns wissen. Schreibt es in die Kommentare rein, was ihr für Fragen habt, was ihr für Werte erreicht habt und haut auch mal raus, wie das so war. Ich meine, ich saß da jetzt viel am Schreibtisch und habe euch irgendwelche Formeln um die Ohren geknallt. Ab und zu muss das auch mal sein, finde ich. Und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende, einen schönen Abend und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.